Herr Holm. Hallo. Aufnahme. Morgen ist Premiere von Galta. Nicht, ist ein politisches Stück. Nicht, da geht es um im übergeordneten Sinne um Politik und Demokratie. Weshalb denken Sie, ist dieses Stück auch für Düsseldorf und der Düsseldorfer Schauspieler aus interessant? Zitat, Churchill, ich habe keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Also wir haben diesem Stück, das ist ein Auftragswerk. Wir haben das bestellt, weil was da passiert in dieser Konferenz, nicht nur Jalta, das war auch Teheran und danach Potsdam und früher auch in Casablanca, hat sozusagen die Karte von Europa gezeichnet. Mhm. Und ich glaube, dass manchmal denkt man immer so, okay, wir haben diesen Zweiten Weltkrieg, das war eine Katastrophe natürlich. Aber was ist danach passiert? Und das finde ich, das versteht man ein bisschen darüber, durch dieses Stück. Aha. Ja. Welche Relevanz hat dieses Stück eben für die Jetztzeit? Ja, also für die Zeit, die wir jetzt hier vor Ort leben. Ne? Nicht nur hier in Düsseldorf, sondern jetzt hier. Was für Erkenntnisse können da gezogen? Also, was Sie da entschieden haben, hat ja Auswirkungen. Das heißt, also nach 1945 kam es natürlich zu der Wende, ja. Und danach war die Okkupation sozusagen zu einem Ende gebracht, glaube ich in 90 oder es war 91 oder die Balkankriege in den 90er Jahren haben auch damit zu tun, wie man damals Europa aufgeteilt hat. Mhm. Und deshalb hat es noch mit uns zu tun und auch hat es mit der Demokratie zu tun. Also ich meine, wir haben Premiere morgen und am Sonntag gibt es eine Wahl hier, oder? Yes. Wahl? Ja. Yes. Ja. Ja gut.